Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, Online-Coach, Ernährungsberater, mit der Berufung, euch zu helfen. Heute mit folgendem. Und zwar einer sehr, 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 sehr häufig gestellten Frage, die natürlich demnächst noch wieder auch aktuell wird. Wir gehen ja jetzt so langsam auf den Sommer zu. Das heißt, ihr habt alle natürlich euren Urlaub geplant und jetzt kommt's. Für viele die absolute Ausnahmesituation, die sogenannte Panikattackensituation, der sogenannte Super-GAU. Ich gehe 14 Tage in den Urlaub und es gibt kein Fitnessstudio und ich kann nicht essen, was ich soll und ich werde explodieren. Beziehungsweise ich werde mich in Luft auflösen, weil ich 14 Tage nicht trainieren kann. Und 14 Tage nichts zu essen bekommen. Nichts und nichts. Und einfach nicht das machen kann wie zu Hause auch. Was für eine panische Situation. Ganz einfach. Ihr müsst nicht panisch werden. Ihr müsst euch auch da nicht verrückt machen aus ganz einfachem Grund. Erstes Mal. Urlaub sollte Urlaub sein. Nummer 1. Das heißt, wenn ich in Urlaub gehe, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe hier ein Hotel gebucht. Ich möchte mir es einfach mal 14 Tage richtig gut gehen lassen. Ich möchte meine Frau mal entlassen und sagen, nein, du musst heute nichts kochen. Nein, wir werden uns einfach 14 Tage völlig entspannen und werden vielleicht sogar in den 14 Tagen, um Gottes Willen, 2 Kilo zunehmen oder 3 Kilo zunehmen. Ja. Da haben wir Urlaub gehabt, haben 2-3 Kilo zugenommen. Wer weiß, wie es funktioniert, der nimmt nachher die 2-3 Kilo wieder innerhalb von 2-3 Wochen ab. Ja klar, ist kein Problem, wenn man weiß, wie es geht. Das ist Nummer 1. Das kann man sich einstellen, dann passt es auch. Nummer 2 ist, okay, ich gehe in Urlaub und kann natürlich hier mir auch tatsächlich am Buffet bzw. All You Can Eat kann ich mir gewisse Dinge raussuchen. Ich muss mich ja nicht unbedingt mit Dingen vollstopfen, die ich nicht essen will. Das heißt, ich kann mich ja so grob an die Grundregeln halten und kann sagen, okay, gewisse Dinge gönne ich mir, gewisse Dinge lasse ich einfach im Speiseplan. Warum? Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich es nicht will und weil ich eben einfach nicht möchte, dass ich mein komplettes Ernährungsverhalten, was ich zu Hause habe, mein komplett gesundes Ernährungsverhalten über den Haufen werfe. Also halte ich mich danach und siehe da, es wird relativ wenig passieren, es wird fast nichts passieren. Wir werden unsere Form so einigermaßen halten, unsere Fitness wird nicht verloren gehen, wir fühlen uns gesund, wir fühlen uns wohl. Oder Nummer 3, ich gehe in Urlaub, buche mir ein Appartement mit einer kleinen Küche, so wie ich das mache, und sage zu meiner Frau, weißt du was, du musst nicht kochen, weil wir haben Zeit, ich habe Zeit, ich koche, ich bereite alles zu. Wobei, ich bin ganz ehrlich, ich nehme es jedes Mal vor, die 14 Tage. Aber nach 3-4 Tagen hilft meine Frau, beziehungsweise sie kocht ab und zu auch eine Mahlzeit. Aber hauptsächlich bin ich da der Koch, koche mir das Ganze, was ich möchte, weil ich nämlich dann das zu essen bekomme, was ich will, was mir schmeckt und was mir gut tut. So haben wir 3 Möglichkeiten und 3-mal die Möglichkeit, nicht zu verzweifeln, sondern einfach das zu machen, was man für richtig hält. Deswegen entspannt euch, erholt euch, macht keinen Stress, geht in Urlaub und macht es so, wie ihr es für richtig haltet und steht zu dem, was ihr macht. Und geht nicht her schon Wochen vorher, macht euch verrückt deswegen. Also, das war's schon. Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Dein gesundes Essen im Urlaub ist deine Aufgabe.